Vielen Dank, Shermaine Langhoff, dass Sie uns so viel Mut gemacht haben in Ihrer Eröffnungsansprache und Sie mit sehr, sehr klare Worte gefunden haben darüber, wie wir nicht verzagen sollen in Deutschland und wie wir uns im Sinne des Grundgesetzes die Werte, die uns das Grundgesetz vorgibt, verteidigen sollen. Ich habe eine Frage, ein Bild hat mir sehr gut gefallen. Sie haben gesagt, Verständigung scheitert nie an Sprache, sondern es scheitert an fehlenden Kommunikationsräumen. Wie können wir, was sagen Sie uns, wie können wir diese Kommunikationsräume schaffen? Sie haben so einen Raum an Ihrem Theater. Gut, wir haben heute eine Konferenz, aber es kommt mir doch so vor, als würden im Moment viele Gruppen in der deutschen Gesellschaft aneinander vorbeireden, weniger miteinander reden. Was geben Sie uns auf den Weg? Was können wir tun? Also ich glaube, tatsächlich muss man gar nicht so viel Neues schaffen, sondern Bedürfnisse wirklich anschauen und für sie Räume eröffnen. Das ist zumindest eine Erfahrung vor allem der letzten Wochen und Monate. Es ist, glaube ich, nicht von ungefähr, dass unser Theater nicht das einzig Engagierte ist. Auch in Hamburg haben sie einige engagierte Theater. Dass Theater ihre Räume öffnen, mit Soziologen, Ethnologen aufrufen, sozusagen die Gesellschaft einladen zu Diskussion, zu Diskurs, zu Gespräch. Es scheint so zu sein, dass wir auch in virtuellen und digitalisierten Zeiten doch verstärkt wieder die analogen Räume brauchen zur Selbstverständigung. Dafür übrigens diente das Theater schon immer. Es war dann immer eine Frage von, welcher Teil der Gesellschaft verständigt sich dort selbst. Da geht es natürlich immer auch um Zugänge. Insofern ist es sehr erfreulich, hier sowohl auf der Gästeliste als auch mit den jungen Menschen, die hier sind, diese Vielfalt von Gesellschaft hier zu erleben. Ich glaube tatsächlich an einen Marathon, an eine glückliche Sisyphos-Arbeit der Menschheit und dass angesichts der Herausforderungen heute, die ja, wenn wir uns die verschiedenen Situationen anschauen, ganz konkret Verwaltung in Hamburg und Verwaltung in Berlin, herzlichen Glückwunsch, Respekt, meine Damen und Herren, hier in Hamburg, kann ich nur sagen, dann gibt es sozusagen verschiedene Bedürfnisse auf verschiedenen Ebenen. Und ich finde es wahnsinnig progressiv und auch deswegen bin ich gekommen heute, dass Sie eben in Hamburg nicht nur die erste Hilfe schon geleistet haben, sondern dass Sie schon dabei sind zu diskutieren, wie es weitergeht. Das ist tatsächlich das vielleicht, wo Stiftungen, wo Theater, wo Schulen, wo sozusagen Institutionen auch wieder sehr wichtig werden, zivilgesellschaftliche, private ebenso wie staatliche und wo ein Zusammenhalten und Zusammenagieren, glaube ich, wieder sehr wichtig wird, angesichts dessen, dass wir ein bisschen was zu verhandeln haben in dieser Gesellschaft und letztendlich sich ja, das müssen wir immer wieder ja mal feststellen, hätten wir uns ein Einwanderungsgesetz schon gegeben zu Zeiten, wo wir es diskutiert haben. Rita Süssmuth ist leider nicht hier, eine der großen Vorreiterinnen auch, wenn Sie sich erinnern, 2001. Dann wären wir heute nicht so überfordert mit 1% oder ein bisschen über 1%, Verzeihung, wir sind schon bei 1 Million, es sind nicht mehr 800.000, aber wir hätten sozusagen nicht diese Situation von fast gottgegebener Katastrophe, die wir beschreiben. Also das heißt, es gibt tatsächlich Dinge, die wir besser machen können in Zukunft, wie wir besser vorbereitet sein können, besser umgehen können mit Herausforderungen, die ja eine Realität sind, die wir nicht wegleugnen und auch nicht alle wegschießen können, wenn wir unsere Grenzen wieder hochgemacht haben. Also das ist sozusagen die Endlösung oder Ingenieurslösung oder andere Lösungen gibt es nicht. Es gibt nur tatsächlich das Streiten um eine Heterogenität, die, und das muss man sagen, Heterogenität ist nicht nur schön, ist nicht nur irgendwie lustig, macht nicht nur reich, sondern es bedeutet, die geringste intellektuelle Herausforderung, die vielen heute wieder schwer zu fallen scheint, nämlich zu wissen, Icke, schaffe es im besten Falle, meine Subjektive auf diese Welt zu bilden, meine Meinung, meinen Blick, wohlwissend, dass in diesem Raum allein 200 andere Blicke auf ein und dieselbe Welt existieren und das auszuhalten. Mhm.
Das ist die geringste Herausforderung. Und an der scheitern im Moment ganz viele im Diskurs. Und dazu kann man immer wieder nur aufrufen, das ist Grundbildung, kultureller Bildung. Das ist sozusagen das ABC, das wir brauchen. Und mit dem Fass, das wir haben das Grundgesetz. Also wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen es nutzen. Und ich glaube, dafür braucht es heute vielleicht noch verstärkter als vor der großen Zäsur des Zerfalls der Dichotomien und von Politik, wie wir es bis 89 kannten auf der Welt, brauchen wir noch viel verstärkter einen Zusammenhalt von wertkonservativen und progressiv wertschätzenden und von allen Teilen der Gesellschaft, die sich eben auf diesen Konsens von politischer Idee, der wir zugehören, und Wertebasis, die wir durch unser Grundgesetz haben, verpflichtet fühlen und in diesem Sinne agieren. Sie haben gesagt, der Maßnahmenkatalog ist da, wir haben das Grundgesetz, wir haben alles, was wir brauchen. Lassen Sie uns noch einen Moment über den Begriff Freiheit sprechen. Sie selbst haben in Ihrem Vortrag die Attentate auf Charlie Hebdo und auf die Attentate in Paris vor einem Monat angesprochen. Da gibt es ja eine Tendenz, jetzt gerade im Sinne des Gefühls der Bedrohung, Freiheiten wieder zu beschränken, mehr zu überwachen, mehr zu kontrollieren, Freiheiten auch einzuschränken im Dienste der Terrorismusbekämpfung. Wie sehen Sie das, also sozusagen dieses Postulat der Freiheit und die politische Realität? Was macht das mit uns? Ich habe mich noch nicht so viel mit Waffenlobbys und Sicherheitslobbys beschäftigt und weiß nicht genau, wie die Kanäle laufen. Aber tatsächlich wissen wir natürlich auch aus historischer Erfahrung, zum Beispiel 9/11, dass es kein Sicherheitssystem gibt, das uns sozusagen effizient und bis zum Ende schützen kann vor Anschlägen, sondern dass es eine wache Gesellschaft ist, die uns schützen kann. Natürlich ist es total verständlich und sicher auch erstmal in einer Reaktion richtig zu verstärken, dort, wo Sicherheit auch durch Schutz von mehr Sicherheitskräften gedacht ist. Ich glaube aber, es ist auf keinen Fall sozusagen der Weg der Bekämpfung des Terrorismus. Das wird die eine oder andere Notwendigkeit schaffen, die es vorher nicht gegeben hat. Man sollte sich wirklich hüten davor, das als Lösung oder als Weg zu sehen, mit dem Terrorismus umzugehen. Nebst der Tatsache, dass wir natürlich auch das habe ich versucht sozusagen, natürlich will ich nichts davon in keinster Weise kleinreden, aber im Kontext von einem Krieg, in dem wir jetzt leider auch sind in Syrien, wissen wir natürlich auch um die Opfer, und da geht es nicht um Zahlen und um Relationen, aber wenn wir uns anschauen, wie wir uns seit 2009 angeschaut haben, wie Tausende von syrischen Menschen ermordet werden in einem Bürgerkrieg von ihrem Staat, dann spricht sozusagen einiges dafür, dass wir uns jetzt auch sehr genau anschauen sollten, was wir machen, wo wir eingreifen, wie wir intervenieren und wie wir Sicherheit generieren, nicht nur innerstaatlich, sondern auch darüber hinaus. Ich glaube, dass wir da leider dazu neigen, das war nach 9/11, gibt es ja auch die Erfahrungen gerade im Nahen Osten, all die kriegerischen, invasiven, okkupativen Politiken, das sagen sehr viele Experten, das ist jetzt sozusagen nicht etwas, was ich selbst unbedingt nur recherchieren musste, haben uns nicht in eine bessere, sichere, friedlichere Welt geführt. Das mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Sie haben es ja auch in Ihrem Vortrag ausgeführt, dass Sie gesagt haben, egal wie viele Grenzen wir wieder errichten, egal wie sehr wir versuchen, uns abzuschotten, wir werden uns nicht isolieren können von der Entwicklung. Eine letzte Frage, Frau Langhoff. Wir sollen ja über die Zukunft sprechen. Ich würde gern von Ihnen wissen, wie wünschen Sie sich Ihr Deutschland, das Land, in dem Sie leben, im Jahr 2030, sagen wir mal. Deutschland in 10 oder 15 Jahren, wie sollte das aussehen? Also, ich glaube, dass ich relativ viele Visionen versucht habe zu formulieren. Das sind grundlegende Visionen. Ich glaube, auf diesen würde sich wirklich eine prosperierende und eine
für mich noch lebenswertere Gesellschaft, die sie ja schon ist in weiten Teilen. Das ist, glaube ich, immer wieder wichtig zu sagen. Also ich bin nicht von ungefähr in Deutschland. Meine Tante war Kommunistin. Ich kam sozusagen mit ihr hierher ins Exil. Also Meinungsfreiheit, Freiheit der Kunst sind Dinge, die ich sehr, sehr schätze in diesem Land und die es in dem Land, in dem ich geboren bin, nicht gibt. Dort werden Journalisten nicht nur eingesperrt, wie jetzt zuletzt Can Dündar, einer der wichtigsten Journalisten und bekanntesten aus der Republik. Sie können gerne auf Change.org unterschreiben bei PEN und Reportern ohne Grenzen für Can Dündar und Erdem Gül, sondern sie werden eben auch umgebracht, wie erst vorletzte Woche der Menschenrechtsaktivist Erdem Tahir Elçi in Diyarbakır. Also ich weiß sehr viel hier wertzuschätzen, ich glaube aber genau das ist der Grund, warum wir eine Chance haben, mit unserer kulturhistorischen Kontextualität auch ein Vorbild zu sein in genau den Fragestellungen heute in Europa und durchaus eben auch die Metamorphosen, die wir in Frankreich erleben, wo Marine Le Pen präsidentschaftsfähig ist, jetzt die Regionalwahlen gewonnen hat. Gestern Stichwahl? Gab es die Stichwahl schon? Ich habe es gestern nicht mehr verfolgt. Wo wir von Orbanistans und Erdoganistans und anderem reden, also wo rings um uns sich ja doch was generiert. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine große Chance, die wir haben, um in Zukunft anders damit umzugehen. Der erste regierende Bürgermeister, heißt das so bei Ihnen, der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Scholz. Vielen, vielen Dank, Frau Langhoff, dass Sie uns, ich fand es sehr, sehr lehrreich und sehr heilsam, dass Sie uns allen den Spiegel vorgehalten haben, dass Sie uns gezeigt haben, wie viel wir schon geschafft haben, welches Potenzial in uns allen steckt. Ich möchte Ihnen sehr herzlich danken, dass Sie bei uns waren und umso mehr, als, wie ich seit gestern Abend weiß, Sie heute Geburtstag haben. Danke. Er wird es schwer haben. Genau. Sie entschuldigen, dass ich auch gleich gehe und Ihnen nicht den Respekt erweisen kann, Ihnen zuzuhören, nachdem Sie mir das auch nicht erwiesen haben. Ich lasse Ihnen meine Rede da, Herr Scholz, und nehme Ihre mit. Ja, schönen Tag.